Bei den Wahlen am 11. Oktober entscheiden Sie gleich zweimal über die Zukunft Hietzings, nämlich einmal auf Bezirksebene bei den Bezirksvertretungswahlen und getrennt davon bei den Landtags- und Gemeinderatswahlen auf Stadt-Wien-Ebene. Es gibt den gelben Stimmzettel, der ist für die Bezirksvertretungswahl und der weiße Stimmzettel ist für die Landtagswahl. Und wie gesagt, das sind zwei unterschiedliche, völlig voneinander unabhängige Wahlen am gleichen Tag. Man kann auf Bezirksebene anders wählen als auf Landesebene, je nachdem, wie man wo zufrieden ist, beziehungsweise welche Parteien man da oder dort stärken will. Vorzugsstimmen kann man vergeben sowohl bei der Bezirksvertretungswahl als auch bei der Landtagswahl. Das funktioniert so, dass man in die Zeile der jeweiligen Partei den Namen der Kandidatin oder des Kandidaten hineinschreibt, die oder den man unterstützen will. Es geht auch, dass man nur den Namen hineinschreibt zur Partei, ohne die Partei anzukreuzen, wem das eine Hilfe ist. Und die Vorzugsstimmen bestärken dann einfach die jeweiligen Kandidatinnen und Kandidaten innerparteilich, es sei denn, sie erreichen ganz außergewöhnlich viele Vorzugsstimmen, dass sogar eine Vorreihung dann möglich ist. Eine Vorzugsstimme ist nur dann gültig, wenn Partei und Kandidat übereinstimmen, das heißt der gleichen Partei angehören und in der gleichen Zeile des Wahlzettels dann vermerkt werden. Wahlkarten funktionieren mittlerweile immer einfacher, also das heißt, man kann sie jederzeit online beantragen oder bis zum 9. Oktober, bis zum Freitag vor der Wahl, wenn man da noch sozusagen im letzten Abdruck persönlich vorbeikommen will, im magistratischen Bezirksamt. Ganz wichtig bei den Wahlkarten ist, die ja dazu dienen, dass man bequem von zu Hause aus wählen kann oder von seinem Urlaubsort aus. Aber das Wichtige und Entscheidende dabei ist, dass sie bis zum Wahlsonntag, also in dem Fall dem 11. Oktober, um 17 Uhr eingelangt sein müssen beim magistratischen Bezirksamt. Das heißt, man muss sie rechtzeitig abschicken. Und ganz wichtig ist auch, bevor man das Kuvert verschließt, dass man dort noch seine Unterschrift leistet. Das ist auch eine entscheidende Hürde, die da zu nehmen ist und an die man bitte auch denken soll. In Hietzing treten bei der Bezirksvertretungswahl 11 politische Parteien bzw. Gruppierungen an und für die Landtagswahlen sind es 8 Parteien. In der Hietzinger Bezirksvertretung gibt es 40 Mandate, das ist so eine mittlere Größe, also es gibt Bezirke in Wien, die haben dann je nach Bevölkerungsgröße mehr oder eben auch weniger. Hietzing hat 52.000 Einwohner. Und es sind ca. 40.000 Menschen wahlberechtigt. Wichtig ist auch zu sagen, dass auf der Bezirksebene, also bei der Bezirksvertretungswahl, auch die EU-Bürger wahlberechtigt sind. Ansonsten sind bei den Landtagswahlen dann jene Menschen wahlberechtigt, die die Staatsbürgerschaft besitzen. Und das Wahlalter liegt in Österreich ja bei 16 Jahren. Das heißt, diejenigen, die am Wahltag am 11. Oktober 16 Jahre alt sind, die dürfen auch alle wählen. Ich finde es ganz entscheidend, vom Wahlrecht Gebrauch zu machen, weil es einfach unsere Demokratie stärkt, ein wichtiges Signal ist, zur Wahl zu gehen. Und man soll sein Wahlrecht auch in Gebrauch nehmen, damit nicht andere für einen entscheiden.